Schäber heißt und die Kerfin. Dass Alaba, Junuzovic, Arnautovic oder Janko zu Lieblingen der Fans werden, überrascht niemanden. Dass aber ein 54-jähriger Schweizer die Fans zum Schwärmen bringt, war so nicht zu erwarten. Was ist Massi Kohler für euch? Das ist der geilste, der beste Trainer überhaupt für Österreich. Hast du das gedacht vor 4 Jahren, als er schweizerischer Teamchef geworden ist? Nein, hätte man nicht gedacht. Was kann er, was andere vielleicht nicht so drauf haben? Er hat einfach was erreicht mit Österreich, was andere niemals geschafft hätten, glaube ich. Was macht der Massi Kohler aus? Ja, seine Arbeit seit 4 Jahren und seine Vertragsverlängerung bei Österreich macht ihn zu einem sehr, sehr herzvollen Menschen und er hat sich nicht fürs Geld entschieden, sondern für die österreichische Nation. Naja, Massi Kohler ist auf jeden Fall ein Trainer, der up-to-date ist, der am neuesten Stand der Dinge ist und der als Nicht-Österreicher, wodurch er ja auch dann am Anfang oft kritisiert wurde, mitgebracht hat, dass er völlig frei von sämtlichen Freundschaftsdienste oder so zu Werke gehen konnte und ein Marcel Koller würde da auch nie etwas sich irgendwie dreinreden lassen von Journalisten oder von Freunden oder sonst irgendwie. Das zeichnet ihn aus und das zeichnet ihn genauso, dass er eine Strategie hat, die er verfolgt und die zieht er durch. Und der dritte große Punkt ist, dass er halt seinen Spielern ein großes Vertrauen gibt und die haben ihm das jetzt auch schon reinig zurückgezahlt. Spitzenformat. Was immer das er sehen kann, der konsequent seinen Weg geht. Für mich seine größte Leistung ist, dass er aus dem Marko Arnautovic, einem unberechenbar launischen Genie, einen fast perfekten Teamplayer gemacht hat. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, er ist ein Trainer von Weltformat. Er hat aus seinem bestenfalls mittelmäßigen Team eine klasse Mannschaft geformt. Das kann man spätestens nach dem gestrigen Auftritt in Schweden durchaus sagen. Ja, also er hat seine Kritiker sehr schnell eines Besseren belehrt. Er hat von Beginn an ein klares Konzept gehabt, hat das durchgezogen gegen viele Widerstände und der Erfolg gibt ihm recht. Also die Qualifikation, die wir jetzt gerade gespielt haben oder noch spielen, die ist wirklich sensationell. Seit gestern ist es fix. Österreich fliegt zur Euro 2016. Ab 10. Juni gibt es für Österreich in Frankreich Brot und Spiele oder Spiele. Und ich bin eben eigentlich auch froh, weil ich jetzt auch längere Zeit immer gesagt habe, wir sind noch nicht in Frankreich und wir sind auf einem guten Weg und wir sind noch nicht über die Ziellinie, dass ich jetzt offiziell verkünden kann, Frankreich, wir kommen. Und schmeckt sehr gut. Kann es nur empfehlen. Und hoffe, dass Sie dann auch alle mit dabei sein.